Bei der Fragestellung ist es wichtig, dass wir uns gesamtgesellschaftlich darauf einigen, welche Ziele wir erreichen wollen, damit wir dann entscheiden können, wie wir da hinkommen. Diese Ziele gibt es natürlich im Bereich Klimaschutz, im Bereich leistbare Mobilität für alle Menschen, im Bereich stadträumliche Qualitäten in den Innenstädten besonders und natürlich auch im Bereich Gesundheit. Da gibt es die Unfallfolgen und auch die Gesundheitsfolgen der Emissionen, Abgase und Lärm, die im Verkehr immer noch große Probleme bereiten. Um diese Ziele zu erreichen, wird es dann unter anderem darauf hinauslaufen, dass wir eine Flächenumverteilung vornehmen in den Städten, denn derzeit sind immer noch sehr viele motorisierte Fahrzeuge unterwegs, in denen nur eine Person sitzt. Und das nimmt Platz in Anspruch, den wir in vielen Städten einfach nicht mehr zur Verfügung haben. Wir haben zurzeit in Deutschland einen Motorisierungsgrad von 570 Pkw pro 1000 Einwohnern. Das ist relativ viel. Das ist eine Zahl, die auch weiter noch wächst über die Jahre. Und das Umweltbundesamt empfiehlt zum Beispiel, dass wir uns zum Ziel setzen, auf 150 Pkw pro 1000 Einwohnerinnen zu kommen. Dafür müssen wir dann die Alternativen stärken und selbstverständlich auch lernen, unsere Mobilitätswerkzeuge anders zu benutzen. Die Digitalisierung kann uns mit Sicherheit dabei unterstützen, die Mobilitätswerkzeuge, die wir schon haben, intelligenter und nachhaltiger miteinander zu kombinieren, sowohl im Privatverkehr als auch im Bereich der Logistik. Was nicht hilfreich ist, ist der Effekt, den wir im Augenblick zum Teil beobachten, dass immer mehr Angebote, also Lösungen auf der Suche nach Problemen in den Innenstädten, konzentriert werden. Das sind zum Beispiel die Ridesharing-Dienste, Shuttle-Dienste, E-Scooter, Carsharing, Bikesharing und ähnliches, was sich dann räumlich konzentriert in Bereichen, in denen die Angebote sowieso schon relativ gut sind und die Wege auch häufig recht kurz. Und wir sehen aber gleichzeitig in den Randgebieten und in den Randzeiten immer noch eine Unterversorgung von verschiedenen Nutzerinnen. Und da wäre es wesentlich sinnvoller, wenn wir dann auch die Digitalisierung bei den Endnutzern und bei den Betreiberinnen dafür nutzen, um eben wirklich diese verschiedenen Werkzeuge an den Stellen einzusetzen, wo sie den meisten Nutzen bringen können und so dann eben auch im Sinne einer Daseinsvorsorge Mobilität leistbar für alle und überall zu machen. Das ist eine Aufgabe, die die öffentliche Hand ja auch jetzt schon im Bereich des traditionellen öffentlichen Personennahverkehrs im Bus- und Schienenverkehr wahrnimmt und so gewährleistet, dass eben Busse und Bahnen nicht immer nur da fahren, wo die meisten Menschen unterwegs sind oder zu den Zeiten, wo die Nachfrage am höchsten ist, sondern eben auch in Randzeiten und in weniger zentral gelegenen Gebieten, um auch zu solchen Zeiten und in solchen Gegenden Mobilität für alle gewährleisten zu können, ohne dass man auf den eigenen PKW zwingend angewiesen ist. Da gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele. Auf der Seite der Verkehrssteuerung zum Beispiel hat die Digitalisierung geholfen, dass wir den Schienenverkehr effizienter abwickeln können. Wir haben intelligente Ampelsteuerungen, die flexibel auf aktuelle Verkehrssituationen oder sogar auf unterschiedliche Wetterlagen reagieren können. Wir haben den Fahrzeugbau, wo Digitalisierung helfen kann, Verbrennungsmotoren effizienter zu betreiben. Andererseits hat man in diesem Bereich auch festgestellt, dass die immer größer und schwerer werdenden Fahrzeuge, mit denen wir unterwegs sind, diesen Effizienzgewinn wieder aufgefressen haben und wir nur im Verkehrssektor als einzigem seit den 90er Jahren die CO2-Emissionen überhaupt nicht haben senken können. Da muss also durchaus noch eine Verbesserung eintreten. Gleichzeitig hat die Digitalisierung aber für uns als Nutzerinnen auch im Bereich öffentlicher Personennahverkehr attraktivere Angebote ermöglicht. Wir bekommen Echtzeitinformationen darüber, wann der nächste Bus oder die nächste Bahn kommt. Wir können die Fahrkarten von A nach B lösen und sie zum Umsteigen nutzen, ohne dass wir einen neuen Fahrschein lösen müssen. Das auf jeden Fall sind Gewinne. Wir haben dennoch festgestellt, dass die Verkehrswende, über die wir seit Jahrzehnten reden, immer noch nicht eingetreten ist und wir müssen da dringend umsteuern. Und um das zu erreichen, muss die öffentliche Hand entsprechende Rahmensetzungen vorgeben, damit wir den Umstieg von den motorisierten individuellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eben auch wirklich möglichst schnell schaffen. Und insgesamt müssen wir dafür sorgen, dass wir
überall leistbare Mobilität für die Menschen haben, denn selbst das ist in Deutschland noch nicht überall gegeben und das ist eine Vorgabe der Daseinsvorsorge und wir sollten uns als Gesellschaft die Gestaltungsoptionen, die wir jetzt haben und die natürlich mit der Digitalisierung auch weiter verbessert werden, nicht aus der Hand nehmen lassen, um dann in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Richtung nachhaltige Mobilität das Ruder in die richtige Richtung zu steuern.